Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge, die ich genau im Anschluss aufnehme. Ja, und jetzt machen wir hier einfach mal weiter. Und ja, Dahlia ist noch auf der Arbeit. Und geht mal. Was macht Spaß? Umkommen, aber egal. Blitzsieg ich bei Salas Rennen. Ifran hat den Blitz. Okay, gut. Du lieber Himmel. Hotspot in Bridgeport. Fahrgeschenke. Okay, gut. Du gehst dann nach dem Essen mal raus. Genau wie lieber Katharina. Noch was? Backbericht lesen. Was ist denn ein Backbericht? Nein! Der Backbericht, der intensive Zuckerhandel gestern hat den Weg für ein nach den gestrigen Überstundenprodukte. Keine Neuigkeiten müssen sich schlecht bedeuten. Die Nachfrage an Backwaren bleibt konstant. Okay, dann geh doch die Zeitung mal recyceln. Und so lang werden die Hundis sich beschäftigen. Auch wenn du jetzt vielleicht Flöhe bekommst. Ah, du brauchst bisschen Socializing. Und das braucht man halt, wenn man es braucht. Entschuldige, ist der Ton laut? Ich könnte nämlich auch leiser noch machen, weil ich weiß nicht, wie ich bei Star Stable habe. Okay, gut. Lisa, ja, so lange schlafen muss auch nicht sein. Vielleicht hat die Kleine was. Ja, einfach mal. Wie wir Emily rauslassen. Kann das als allererstes dann mal machen, wenn du das Bett gemacht hast. Und dann kannst du mal schön Herbstsalat machen. Du bist ja auch die Diva, die auf ihre Ja, du hast Hunger. Katharina hat Flöhe. Man kann sie auch Katharina nennen, aber Katharina, Maddie, liebe. Dein Telefon. Geh mal ran, aber. Ja, lässt sie noch raus, gut. Kannst du wirklich noch ein bisschen Herbstsalat machen? Muss sie dann aber auch schon absetzen, ne? Bring Essen zum Restaurant. Nein. Ich hasse Aufgaben, wo man Essen hinbringen muss. Ich hasse solche Aufgaben einfach nur. Wenn deine Mutter dich jetzt runterlässt, kannst du dann auch den Töpfchen benutzen. Und du, Brava, bringst mal einen Müll raus. Und machst ein Nickerchen. Dahlia, heute nicht so abgeschuftet wie sonst immer. Du kannst ein bisschen kauen. Und du, Katharina. Kannst aus dem Napf fressen. Ich verspreche mich schon langsam wieder. Und du, Maddie, kannst dich einfach mal schlafen legen auf dem Bett. Hab jetzt alle Flöhe. Müsst Dahlia dringend euch mal baden lassen, aber die geht jetzt selber erstmal duschen. Och, der Müll. Aber Alex macht jetzt erstmal ein Nickerchen. Und Lisa kocht schon und darauf freut sich auch schon die liebe Dahlia auf schönes, leckeres Essen. Nicht. Weil sie freut sich schon so ein bisschen auf ihr Essen, ne? Geh ran, lass das Haus weg. Du gehst ja eh rein, wenn du duschen. Ja, wer ist da? Bereite ein leckeres Kuppen.
Nein, ich mache keine Gruppenmahlzeiten. Nein, Serena, lass uns. Wir kochen nicht für fremde Leute. Was machst du denn jetzt, Süße? Machst du Pipi? Ja. Hast du jetzt keinen Dahlia? Und ich will mal sagen. Oh, bin ich auf Macaroni mit Käse gekommen, auf Mac and Cheese. Ist auch nicht so schlimm. Mac and Cheese schmeckt ja auch. Okay, gut, und euch geht's eigentlich sonst gut und du schläfst noch ein bisschen. Emily hat Hunger. Tom kümmert sich. Dahlia dann nochmal schnell. Du hast aber eigentlich kurze Haare, nicht lange, ne? Das wollte ich eigentlich nur mal sagen, sozusagen. Ja. Geh mal zu der Süßen, die hat Hunger. Ja. Die Maus hat Hunger. Und du hast dein Essen fertig und nimmst dir jetzt auch was direkt. Eine kleine Schüssel. Ja, und da dann kannst du dir auch eine Schüssel nehmen. Wenn du die Kleine gefüttert hast. Hast du jetzt Trinken gegeben? Ja, dann darfst du auch gerne. Und danach darfst du dann auch ein bisschen spielen gehen. Und Alex darf sich auch mal hinlegen. Der war heute Morgen schon so früh wach und hat dann doch Schuh frei gehabt. Ja, der hat sich das verdient. Und du siehst, was machst du? Auf dem Bett sitzen. Nein. Du machst hier überall Flöhe hin. Das geht nicht. Da ja, schon wieder ein Anruf. Muss da leider rangehen. Es tut mir sehr leid, aber du darfst dann auch weiter essen. Und du Süße. August Braun möchte wissen. Oh ja, natürlich sind wir in einer Verabredung. Lass das Mac and Cheese weg. Ihre Schwester noch so, ja, geht zu der Verabredung. Dante wurde befördert. Er ist jetzt nun Verbrecher. Jeder Kriminelle organisiert braucht ein paar tat- und schlagkräftige Hände, die zupacken können und die Investition von die Organisation schützen. Ein guter Schläger muss einschüchternd wirken und vor allem Muckis haben, um sich durchzusetzen, kann jeder. Dante von 21 bis 3 Uhr. Oh, Dante, wenn du um die Uhrzeiten jetzt arbeitest, dann schlafen. Musst morgen Abend so weiß ich arbeiten, aber du bist ja müde. Wie ein Klotz. Nein, Lisa, du musst das die Reste wegstellen. Das können wir auch wegstellen, wenn Dahlia gerade zu einem Date gegangen ist. Dann kannst du erstmal hier und dann kannst du auch das ganze Haus säubern. Und die süße Kleine hier darf mal ein bisschen mit Bauklötzchen spielen. Der liebe Alex darf sich dann was aus dem Kühlschrank vom Essen nehmen. Es wurde kalt reingestellt, das heißt, musst du nicht warm machen. Wir haben noch genug Mac and Cheese. Und jetzt ist nicht der Freund von. Ich bewundere Sims, die sich die Mühe machen, etwas Neues zu lernen. Ich will dich gern besser kennenlernen. Bist du kein Star mehr? Doch. Oh, du bist schon 2 Sterne Star. Du kannst ja mal über Film reden. Oh, Dahlia Evelyn, es ist eine Ehre, jemanden zu treffen, der das gleiche Niveau hat wie ich. Herzlichen Glückwunsch von Nadja, genug mit Star. Ja, gut, dann kann ich ihn ja mal freundlich.
Ich denke, er mag so Spiele oder so. Dann kannst du ihn ja mal kennenlernen. Vollmond. Ja, er wird dir schon nichts tun. Du kannst ihn nach seiner Karriere fragen. Du kannst plaudern. Du kannst tratschen. Du kannst den Promi-Tratsch. Und dann kannst du von Hunden schwärmen. Und kannst von Magie schwärmen. Und dann switch ich mal nach Hause über. Die Dahlia räumt, die Lisa räumt jetzt hier schon alles auf. Und wer ist das? Countess Snipes Paparazzi. Okay, Alex. Oh, die Sonne scheint hier gerade richtig auf den Computer. Es nervt etwas, weil Fent war keine, nicht so richtig Sonne. Kannst du mit deiner Schwester mal ein bisschen spielen? Also wenn du jetzt weißt, wie ich meine, sozusagen. Ich lieber sie setzen und mit dir spielen, ne? Ist ja irgendwie schon süß, dann wenn du mit dir spielst, ne? Ah, oh, du pinkelst im Stehen. Also. Befehl zu bewachen. Okay, gut. Die Fahrgemeinschaft für deine Fans einfach. Dann, du musst in einer Stunde bei zu arbeiten. Du bist todmüde. Wo bist denn du, Lisa? Du stehst im Becken, deswegen habe ich dich nicht gesehen, ne? Ja. Er will die hochnehmen. Nee. Das ist ein langweiliger Wunsch. Du wirst sie ja gern baden, aber sie ist ja eigentlich nie damit einverstanden. Euch geht's eigentlich allen gut. Du hast ein bisschen Haarentragen, aber auch nicht so viel. Wie ist es mit ihm? Ich spiele jetzt so süß zusammen. Das muss man fotografieren. Das ist so süß. Einfach nur wundersüß, oder Mann? Wie süß. Oh. Ich muss jetzt meinen richtigen... Ich bewege mich immer so weit. Oh, das ist so ein richtig süßes Bild hier so. Oh mein Gott, wie putzig. Er spielt so und hilft seiner Schwester dabei beim Bauen. Das ist doch... Oh nee, jetzt nicht weggehen. Spiel wieder mit Bauklötzchen. Was lernst du da für eine Fähigkeit? Was lernst du da für eine Fähigkeit? Keine Ahnung. Vielleicht Schlauigkeit oder so. Geh du mal hier hin. Und Lisa geht nämlich auch mal dahin. Hast du gehört, dass Erika ordentlich ist? Ist Erika nicht deine Freundin oder so? War das nicht so was? Und mit Agnes Brown an Freunden. Nein, die Wünsche, die wir hier haben, sind viel besser. Oh, ein wunderbares Date mit Agnes erleben. Ja, was werden wir denn die machen? Das mit Dingen. Ja, dann müssen wir kurz rüber. Sorry, Lisa, ich muss mal Pause drücken, weil sonst kriege ich nicht alles einen kleinen Hut. Du kannst ihm was kannst du mit ihm machen? Von Magie schwärmen haben wir jetzt nicht hier. Oh ja, das ist dann dumm. Ich bin so schlau. Wir können über die Kälte reden. Wir können über den Schnee reden. Wir können mit Besenflug prahlen. Und wir können ihm den Bauch kraulen. Und dann können wir ja mal fragen, ob er Single ist. Und können ihn dann mal nach seinem Sternzeichen fragen. Okay, und dann geht's auch gleich weiter, wenn ich dann erstmal hier was gedrückt habe, dass ihr euch ein bisschen mehr anfreundet. Kannst ja mal... Ich sag's mal so. Und reden. Nochmal Hand beschnüffeln lassen. Und ein Leckerchen geben. Ja, dann müssen wir erstmal gucken, ob du dich jetzt gut genug mit ihm anfreundest. Mit ihr, sage ich schon, mit ihm.
Ja, es geht schon langsam voran. Ah, hallo, wir wollen reden. Ich muss langsam schlafen gehen, Schwesterchen. Es ist schon so spät abends, um 21 Uhr. Tut mir leid. Okay, wie geht's dir? Ja, dann geh auch nochmal das Töpfchen benutzen. Wie, du bist ja nicht. Und dann kannst du ja nachher nochmal ein bisschen mit dem Bauklötzchen spielen. Oh, da muss ich gleich mal einen Screenshot machen, wenn er beim. Also nicht, wenn er ganz. Also. Oh ja, jetzt hat es geklappt. Ich dachte schon, nein. Nein, wir freuen uns gerade an. Sorry, Handy. Dann, oh ja, dann geh schnell ran oder dann direkt wieder mit dem Hund weitermachen. Mit Reden und mit. Ich muss den Hund treffen. Mit Hand beschnüffeln lassen. Und ein Leckerchen geben. Und dann nochmal die Hand beschnüffeln lassen. Okay, jetzt geht ganz schnell ran. Mit Emily plaudern. Sorry, Emily. Ich habe hier Besseres zu tun. Nein, wir wollten mich uns doch mit ihr anfreunden, mit Emily van Gold. Warum haben wir sie abgelehnt? Wir rufen sie nachher zurück, aber wohl, dann ist schon zu spät. Spätabend, ne? Die Süße macht gerade Pipilein. Was machen denn die anderen Hundis? Denen geht's sonst gut, oder? Ja, geh mal pieseln. Ich kann hier kaum noch was, weil die Sonne hier richtig hart auf meinem Laptop. Dein Geist. Das ist gerade so, als hätte sich das bewegt, deswegen. Haben wir uns schon ein bisschen besser mit ihm jetzt befreundet? Mit ihr, ja, jetzt sei ich schon wieder mit ihm. Jein. Das ist nervig, weil die Sonne hier so hinscheint und dann ist sie ja so das. Ich weiß nur, die. Ja, jetzt ist schon besser. Ja, noch nicht so gut, aber. Komm, das kommt alles noch. Vielleicht lässt sie sich von uns bürsten. Aber da macht sie ja schon mit. Das ist ja süß. Ah nee, jetzt kriegst du kein Leckerli mehr. Das ist dann viel zu viel. Was ist denn sein Sternzeichen? Da hast du schon herausgefunden. Oh. Jungfrau. Sind wir auch Jungfrau oder wie? Ich weiß es nicht, was in mir. Nee, Steinbock. Dann kannst du mal ein Kompliment machen über den Charakter und auch eins über das Aussehen. Und dann. Kannst du mal einen koketten Witz machen? Und nochmal einen Flirt loslassen. Und wenn das alles annimmt, können wir ihn mal um Schutz bitten. Ich muss gerade aufpassen, weil ich mag das jetzt nicht verpassen, wie die dann so flirten und so. Und weil ich mag wissen, ob er es ablehnt, ob er es annimmt. Also wenn er sich schon bürsten lässt, der Hund, denke ich mal, dann auch von uns. Von uns baden lassen lässt. Tierbaden? Oh, es backt so hart. Liebe Penny. Und ja, Leute, aber an dieser Stelle mache ich dann auch mal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.